Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Oh, der ist gut. Der ist auch gut. Tu das Ding mal an. Alter Falter. So, auf geht's, jawohl. Auf geht's, neuer Tag wieder. Den schmeißen wir uns dickere Klamotten über. Bisschen Wettereinbruch. Viel Regen im Moment. Heute soll es den ganzen Tag schütten wie aus Eimern. Und dementsprechend ist auch die Temperatur fast über 10 Grad gesunken. Aber Jungs, wir sind zum Fischen da. Also, was machen wir? Dann gehen wir fischen. Fischen und jammern. Ja. Alles gut, ne? Habt ihr auch noch nicht gesehen. Sieht aus wie eine Krähenfalle. Hier sitzen zwei künstliche Krähen drauf. Hier oben sind Löcher drin. Und da scheinen die Bauern die Krähen ein bisschen einzufangen. Verrückt. Alles für die Welse. Alles super klitschig jetzt. Jetzt kraxt er mir hier runter. Der Boden so aufgeweicht. Gucken, dass wir hier Salto machen. Ah, ich sehe mich schon hier liegen. Hier kommen wir nie mehr hoch. Müssen wir den ganzen Tag da unten bleiben. Ui. Da denkt man hat es geschafft. Ja. Oh, Biss gehabt. Ja. Beim schnellen Rauskurbeln da vorne. Planer Seite. Ich habe Jo, kleiner Fisch, wie es scheint. Oh, weg. Oh. Sehen wir jetzt einen Fisch hochkommen. Schauen wir mal, ob er reagiert. Michael, kannst du dich einmal querschmeißen? Ja. Für Platz zu machen. Ich hab frei gemacht. Gut. Also, ich hab mich frei gemacht. Ja. Du Sau. Wird nur uninteressant. Wie war das Liegestuhlangeln? Ja. Warte mal, war doch. Ne, vorne vorbei, ne? Ja. Mit dem Flatterband markieren. Ja. Hä? Nee, oder? Doch. Das Tor zur Freiheit. Ja, es war unwittert der schwierige Part. Und jetzt rennrutschen lassen. Auch hier ist einer. Das ist der von Gischta. Warte, kann man zum Runtergehen benutzen? So, hier geht es auch. Vielleicht sehen wir noch deinen Handschuh, Mike. Ja, vielleicht. Ich glaube, hier geht es viel besser. Vielleicht kommen wir auch einfach nie mehr hoch nachher. Das war ja einfach. Jetzt probieren wir unseren Abendplatz von gestern. Im Hellen. Boah. Schauen wir mal. Der ist nicht schlecht. Ah, der ist schon nicht fertig. Der hat noch ordentlich Energie. Oh, da hinten hat auch geklappt. Ja. Die Route an der Seite abdrehen, ne? Ja. Der wird eh nochmal ziehen. Aber der hängt gut. Verlier die Handschuhe nicht. Komm doch den Fisch an. Petri, dank.
Super. Uiuiui. Jo, Mahlzeit. Schöner Fisch. Da ist er. Hängt knapp, aber sauber. Erster Wurf, ne? Erster Wurf. Zuerst haben wir am Wehr, haben seit Tagen das erste Mal dort Fische gesehen, die leider nicht beißen wollten. Jetzt haben wir auf den Platz gewechselt von gestern Abend. Und der erste Wurf hat direkt Fisch gebracht. Mal schauen, was der Tag noch so bringt heute. Auf jeden Fall läuft es wesentlich besser wie die letzten Tage. Wir sehen auch viel mehr Fischbewegung. Kann auch mit dem Regen zusammenhängen. Das Wasser ist jetzt ein paar Zentimeter gestiegen. Und wir merken auch jetzt gerade hier an dem Platz, gestern war die Strömung relativ ruhig. Und heute spürt man es deutlich, dass es ordentlich drückt. Vielleicht kommen noch mehr. Bleibt gespannt. Jawohl. So, der Regen hat endlich aufgehört, wie ihr erkennen könnt. Und meine Wasser steigt im Moment. Michael hat dann direkt mit dem ersten Wurf einen Fisch gefangen. Ich habe leider noch eine verloren. Ein paar Welsamer buckeln sehen. Große Aktivität war trotzdem nicht. Aber jetzt probieren wir schnell noch ein, zwei Plätze vor der Mittagspause. Und dann sehen wir, haben wir heute Abend wahrscheinlich ganz andere Bedingungen. Und dann sehen wir weiter. Bis später. So, Mittagspause zu Ende. Jetzt geht es wieder in die nassen Klamotten und ab in den Regen. Tolles Wetter. Aber wir wollen ja Fisch fangen, ne? Ja. Ja, Prognose. Fisch auf Fisch. Wasser ist 60 cm gestiegen. Es gibt jetzt Fisch auf Fisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ja, ne? Natürlich. Wir spekulieren darauf, dass jetzt der Schalter umgelegt wird. Und gleich werden wir es sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der heute schon umgelegt wird. Vielleicht morgen erst, aber ich hoffe, dass es recht zügig geht. Na dann. Oh, Fisch! Fisch! Oh, Vorsicht mit der Schnur! Jawohl, macht er. Da ist er, super. Ja, ein geil geholt, hast du das gesehen? Der hat einen geil geholt, der ist richtig rausgesprungen. Ohrfeige! Geil, Fisch Nummer 2 in 2 Minuten. Das war ziemlich schon gar nichts. Und jetzt kommen auf einmal die Aktionen.
Michael, lass da nur Zeit. Lass da nur Zeit. Na gut, ist gar nicht so einfach, je nachdem, wo der Haken hängt. Grill doch mal richtig aus. Du musst schon aufpassen mit den Fingern. Soll ich abschneiden? Naja, das ist klar. Ja. Ein kannst nicht so abhaken. Haken doch einfach ab. Nicht schlecht. Fisch. Ja. Oh, schau ein. Oh. Ha? Tu mal die Rute drunter. Warte, ich komme da drunter. Nein, nein, ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Der Knall hat eine Strömung hier, ist halt nicht so einfach, einen Fisch zu landen. Wir müssen probieren, den aus der Strömung rauszuziehen, hier in den in Anführungszeichen flacheren, ruhigeren Bereich. Sonst hat man keine Chance. Besserer! Ja? Schau nach, N! Ey! Oh, oh je, jetzt haben wir ein Problem. Ja! Oh, der ist gut, der ist auch gut. Oh. Oh. Nur das Ding mal an. Alter Falter. Mach du die Rute mal runter, oder was? Ah, scheiße. Ich komm neben dich.
Scheint so, ja. Ah, Kacke. Oh je, jetzt haben wir das Salat. Jetzt hängen wir noch ineinander. Oh je. Alter Falter. Der Jörg hatte alle Hände voll zu tun jetzt. Jetzt lande doch ruhig mal zwei Fische auf Elmo. Das war meiner. Ich weiß es selber noch nicht. Meiner ist links. Ja, jetzt wurde hast die Schnur. Das ist meiner. Ist deine Achter vorne? Das ist meiner. Den hätte ich gern, jo. Warte. Guck mal, kann. Ja. Warte, ich übernehme. Ich übernehme. Da kannst du weiterhelfen. Ja. Halt du fest, ich helfe ihm jetzt erstmal. Ich habe eine Rolle aufgemacht. Mike! Marine, echt, ich kann nicht mehr. Der geht wieder in die Strömung, der Drecksack. Was für eine Aktion, ey. Jetzt kommen sie. Der ist auch gut. Ey, das ist der Hammer. Das da ist der Hammer. Guckt euch das an. Eine Granate. Und da ist die nächste. Der Hammer. Das glaubt ja kein Mensch. Oh. Ja. So doppelt. Zweimal deutlich 2 Meter plus beim Blinkern. Der Hammer, 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 Hammer. Geil, geil, geil. So soll das sein. Ne? Sind wir ein bisschen entschädigt worden für die Trockenzeit, die wir hatten in den letzten Tagen. Klasse, klasse. So, weiter geht's gleich, Jungs. Jawohl. Ja. Weiter. Nächster Fisch. Fisch Nummer 5 in einer halben Stunde jetzt. So, Handschuhe anziehen. Oh, muss aus der Strömung. Gute Spitze achten. Viertelstuhl hängt sauber in der Seite raus. Tschüss. Auf Wiedersehen. Boah, ich hab'n! Ja. Ob das der ist, weiß ich nicht, aber...
Der nächste Doppeldrill. Das machst du mit Absicht. Lässt ihn hier stehen. Oder Mike hat seine ja schon. So, die beide schon wieder im Doppeldrill. Diesmal mit kleinerer Fisch. Michael seiner ist ein bisschen besser, Mike bisschen kleiner. Der eine kämpft noch, der andere ist schon fertig. Michael seiner ist wieder besser. Guter? Ach, 50. Der nächste Trupp ist vorbeigekommen und es gab wieder einen Doppeldrill. Der Mike und ich konnten parallel wieder einen Fisch drillen und fangen. Diesmal ein bisschen kleiner, aber Fisch ist Fisch und wir freuen uns über jeden Biss nach den 10 Tagen. Jawohl, tipptopp. Fisch Nummer 7, 8, 8. Ah, läuft doch. Oh. Hat der Regge Hau. Naja, aber kein großer. Ja, ich weiß doch nicht. Macht wie abgerissen. Der macht wie abgerissen. Jawohl. Sauber. Suppi. Das war doch mal was. Alles gut, ne? Doch Spanien, Italien ist doch, oder? Aha. Wie war das noch? Einmal auf die Fresse. Kann man nicht genug aufpassen. Oje. Oje. Oh. Gar nicht so einfach hier. Oh! Das brecht der Aschler ab. Immer links und rechts gehen. Ja, klar. Ich habe mich aber dort zu stark angelehnt. Ich kann da hochgehen halt.
Wind, alles gut. Ja, wenn du schon drei Spuren gelaufen hast, ist alles weich. Ja. Traumhaft.